No, I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting each other? Gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel alright. Remember Startnummer 01. Aaron. Komm führen. Wow. So das. Sie stehen schon. Wow. Hättest du eine Reaktion erwartet jetzt vom Publikum? Nein, absolut nicht. Was hat jetzt mehr Hühnerhautstimmung gegeben, als du allein gespielt hast oder jetzt, wo alle Leute am Schluss aufgestanden sind? Ja, das für mich, natürlich. Das, gell? Was ist das für ein Gefühl? Hey, das hast du noch nie erlebt. So viele Leute und jetzt stehen noch alle auf. Hammer. Das ist unglaublich, wirklich. Also läuft dann immer noch alte Rücken zurück. Also, der DJ Bobo hat bei den Castings gesagt, du hast Ausstrahlung, du kannst Klavier spielen, du hast eine gute Stimme und du hast eigentlich all das, was der Justin Bieber hat und noch mehr. DJ Bobo, würdest du das heute wieder unterschreiben? Ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, was für eine sympathische Erscheinung ist der Aaron. Der kommt und strahlt von dieser Bühne oben runter. Wundervoll. Und Aaron, du wirst ein Mann. Oh mein Gott, ich habe den Stimmbruch gehört. Ja. Meine Güte, in diesen 3 Monaten ist deine Stimme um 3 Jahre älter geworden. Du hängst genau zwischen ihnen im Moment. Genau. Ja. Was passiert mit deinem Körper? Drehen die Hormone durch? Ja, manchmal schon, ja. Ja, also nur die Haut ist noch gut, oder? Ja, also. Ja, genau. Also es ist wirklich verrückt. Der Stimmbruch macht sich natürlich bemerkbar. Er hätte auch nicht noch 3 Monate warten können, der kein Stimmbruch. Genau jetzt. Und du hast durch das natürlich müssen kämpfen mit dem Song. Aber du hast den Kampf gewonnen und du hast es mit deiner herzlichen Art wundervoll übergebracht. Bravo. Merci.
Ein Bravo von Bobo. Christa. Er hat beim Casting das Lied gesungen «Braunblonde Haare» für ein Mädchen, das er nicht das Herz erobern konnte. Hat er dein Herz erobert heute? Ja klar, beim Casting schon hat er mein Herz schon erobert. Bist du jetzt noch Single? Ja. Oh, ja. Gut, für die Mädels, oder? Ich bin zu alt für dich. Aber trotzdem, ich wiederhole mich. Du hast eine wunderbare Stimme. Stimmt. Die Stimme hat sich geändert. Ich finde, vielleicht diese Song war nicht unbedingt die richtige für dich, aber trotzdem bist du reifer geworden. Du bist ein talentierter Sänger und Musiker. Du hast das verdient und ich sehe, du hast einen unbedingten Wille. Und darum herzliche Gratulation von meiner Seite. Bravo, Aaron. Danke. Und du bist nicht mehr der Justin Bieber, du bist der Aaron Zacher. Ja. Roman, wie hat dir die Leistung von Aaron gefallen? Was hat mir gefallen? Wie die Leistung von ihm? Die Leistung? Ja, nein, das ist super. Ich habe gesagt, ich habe jetzt die Chance und man hat wirklich gemerkt, da gibt alles. Es ist tatsächlich ein Kampf gewesen. Das ist mal ein Kompliment, dass du dich dem Kampf gestellt hast, weil du bist ja auch Komponist und so. Für dich, das haben wir dich auch gross gelobt gehabt. Und ich muss jetzt nach dieser Vorstellung sagen, ich bin wahrscheinlich mehr Fan von dir als Musiker als Sänger. Ich glaube, es gibt andere, die dass rein gesangstechnisch vielleicht sogar noch ein bisschen besser getroffen hätte. Aber es ist so das Gesamtpaket, das mir sehr gut passt. Und von dem her, gute Reise. Ich hoffe, die Leute ist das mitten ins Herz. Die Heime, weil die bestimmen dann, ob du ins Finale kommst oder nicht. Also, das ist mal die Meinung von der Jury. Aber schlussendlich entscheidet ja nur dir daheim.